Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir Kürbispüree. Zuerst braucht ihr ein Backblech, ein Backpapier, ein halbierter Kürbis. Dann braucht ihr einen Pinsel und Kokosnussöl. Und dann pinselt ihr. Braucht ihr Meeressalz und streut ein bisschen drüber. Jetzt tut ihr es in den Backofen bei 200 Grad für ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wenn es schon fertig ist, lässt ihr es abkühlen. Wenn es noch lauwarm ist, müsst ihr die Kerne und die Fasern wegnehmen. Tut es in einen Sieb. Jetzt sieben wir, weil da noch eine Flüssigkeit drin sein könnte. Wir pürieren es mit dem Löffel und sieben gleichzeitig. Ihr könnt es eine Woche im Kühlschrank lassen oder einfrieren. Aber wir brauchen es jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Videos werden wir es auch benutzen. Und abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke.